Da steht unser Motorrad. Gut, Karte bitte. So, und dann müssen wir ganz kurz, ist der Kreisverkehr. Und das hier diese Nebenmission. Da müssen wir quasi hin. So, weiter geht's. Was? Neue Mission, Quadrat-Typ. Was? War hier nicht gerade noch eine... Du kriegst so viel Input in diesem Spiel, ne? Nee, Quatsch. Telefon. Neues Item. Wir kriegen immer noch neue Items, ne? Ach, nö, komm, weg damit. Gut, wir wollen nämlich jetzt uns die Mantisklingen holen. Und dann wird uns dann, wenn wir in der Nähe sind, die liebe Regina gleich wieder anrufen. Das ist mit einer Mission, mit einer Nebenmission verknüpft. Dass wir da, ich glaube, auch wieder so ein, entweder so ein Cyberpsychosen da jagen müssen, beziehungsweise erlegen müssen. Der muss aber ganz schön knackig sein. Da ruft sie schon an. Mich hat ein Tiger Claw um Hilfe gebeten. Wurde von einem gewissen Aki angegriffen. So nennen sie zumindest diesen abtrünnigen Tigerjäger. Der bringt gerade auf spektakuläre Weise seine eigenen Leute um. Ich glaube, dass Aki einen cyberpsychotischen Anfall hatte. Hätte aber gerne Gewissheit. Bring ihn, wenn möglich, nicht um. Und pass gut auf dich auf dabei. Mach ich. Wir müssen den gar nicht beseitigen. Man kann auch den so erlegen, ne? Angreifen bringt nichts. Ist der das da? Ich denke mal, das ist der, ne? 300 Sweet Credits. Komm, wir machen mal hier, da kriegen wir ein bisschen Speicherkosten und Free Cakes um einen Speicherpunkt. Sehr schön. 1C7A. Easy peasy. Das wäre das und das. Zack, geschafft. Sehr schön. So, mehr kann man aber, glaube ich, jetzt nicht bei dem machen, ne? Gut, okay. Oder ist es der da oben? Gesucht, aber der... Ja, doch, ich glaube, das ist der, ne? Ja, das ist der. Ja, der hat ihn gerade umgebracht, ne? Der uns 300... Ah, jetzt ist der 300, okay. Könnte man gerade noch was untersuchen. Kein Puls. Leiche weist schwere Verletzung von einer scharfen Klingenwaffe auf. Alles klar. Ja. So. Kann man die nicht eigentlich überfahren? So, und hier in der Kiste sollen die nämlich sein. Legendär Mantis-Kling. Natürlich gibt es noch ein bisschen mehr. Episch. Tiger Paw stellt nach Neutralisierung deines Gegners 5% langsamer Ausdauer wieder her, während Sante Wissen aktiviert ist. Stellt nach Neutralisierung deines Gegners 5% langsamer Ausdauer wieder her, während. Okay. Ja, Panzerung ist nicht so. Ein paar 1300 Euro-Dollar. Sehr schön, wir haben die Mantis-Kling schon. Um den Leuten nicht zu erledigen, ne? Wenn wir hier einmal sind. Jetzt ist die Frage: Kann man den nicht einfach rüberfahren? Er hat uns gesehen jetzt, ne? Ja, noch nicht ganz. Ja, jetzt hat er uns gesehen. So. Nein, 90%. Wo ist denn der ausgerutscht? Ne, es war nichts. Es war ein Satz mit X. So, wo ist er? Komm her! Wow! Er versteckt sich, glaubt man's? Wobei? Wo ist er? Da ist er. Alter, hat er uns getroffen, ey. Alter, wieder ausgewichen, ne? Ja, komm. Ich glaube, das bringt mir nichts. Also für die sind wir echt noch nicht so richtig gewappnet. Absteigen, heilen. So, wir haben auf jeden Fall die Mantis-Klingen. Wie gesagt, man muss nicht gegen den kämpfen.
Ja, ich leg mal die Waffe weg, sonst kann ich mich nicht heilen. Leg doch mal die Waffe weg. Hä? Alter, manchmal. Boah, das Spiel, ne? Ich sag's euch. So, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir uns doch gleich mal einen Ripper Dog. Ja, hier hinten hätten wir einen. Zum Beispiel kommen beim Ripper Dog. Komm ich hier rein? Jawohl. So, oh, du bist Ripper Dog. Schon lange im Geschäft? Lass mich mal überlegen. Fast 10 Jahre. Hab in Pacifica angefangen und jetzt eine Klinik im Herzen von Night City. Wow, Respekt. Danke. Und mach dir keinen Kopf, okay? Ich kenn mich aus. Ich könnte dir den Schädel mit Titan verstärken und du würdest es nicht mal spüren. Bist du diskret? Ich hab ziemlich ungewöhnliche Cyberware, die nicht unbedingt, naja, mir gehört. Keine Sorge, mein Junge. Ich werde schweigen wie ein Grab. Ich will ein neues Stück Chrom. Na klar doch. Was brauchst du? Dann schauen wir mal. Und zwar... Ist das Arm oder Hände? Hände. Arm, Entschuldigung. Mantisling, legendär. Die hätte ich gerne. Die anderen können wir noch gar nicht kaufen. Weil wir uns das gar nicht leisten können. Wir gucken mal ganz kurz, was wir noch so haben. Das ist für Smart-Systeme ganz gut. Was ist das? Smart Link. 9000. Naja, gut, da haben wir das Tattoo. Das können wir uns sparen. Skelett. Okay, da sind wir noch nicht so weit. Betriebssystem. Im Besitz. 453. Aktuellen Berserk. Verbessert deine Stärke und Widerstandsfähigkeit. Okay. Benötigst du 50 Street Quad. Okay, wir haben 25. Alles andere können wir uns auch noch nicht leisten. So wirklich viel Geld haben wir auch nicht, ne? Ich guck trotzdem mal ganz kurz vorbei. Im Besitz. Verlangsamt die Zeit 2 Sekunden lang um 30%, wenn der Gegner dich bemerkt. Abklingzeit 60 Sekunden. Verlangsamt 25 Sekunden. 30 Sekunden. 2 Sekunden um 25%, um 30%. Dann nehme ich das natürlich. Also du kannst immer nur eins auswählen, okay? Dann nehmen wir das, weil es natürlich besser ist. Immunsystem. Erhöht die Panzerung um 90%, um 20, um 90. Dann machen wir natürlich das rein. Beine haben wir noch gar nichts. Gibt es auch gar nichts im Angebot. Das andere hatten wir schon, ne? Ich gucke nochmal bei Skelett. Ja, gut. Dann sind wir da ausgerüstet. So. 6000, für was habe ich denn 6000? Ach, bestimmt für ein neues Item. Okay, ja, neues Item erhalten. Aber dafür haben wir die Panzerung, ne? Wow. What? What? Oh, Entschuldigung. Wow. Eigentlich wollte ich gerade verbrechen. Ja, Entschuldigung. Dass sie hinter einem spawnen müssen, ne? Ich war noch nicht so weit. Entschuldigung, ich bin hier lang. So, wir haben Mantisling. Und wie die abgehen, ne? Und Ausdauer hat es ja fast wie so gut wie gar nichts verbraucht, ne? Boah, ich hoffe, die fixen das mit diesem Polizeisystem. Dass sie wirklich erstmal zu dir kommen müssen und ihr einfach hinter dir spawnen. Oh Mann. So, noch eins weiter. Was ist denn da passiert? Hier stapeln sich die Autos. Da läuft ja. Telefon. Was ist hier passiert? Ja. Gut geparkt, würde ich sagen, ne? Hey, beim NCPD wurde ein Cyberpsycho gemeldet. Und sie haben sogar mal eine Patrouille geschickt. Aber von der hat man seit Stunden nichts gehört. Entweder haben die wohl einen Schiss bekommen, oder... Naja, vielleicht kannst du dir das mal näher ansehen. Danke dir. Ich nehme mal an, das wird hier sein, ne? 80 Metern, aber oben.
Da kommen wir ja schlecht hin. Gut, wir sind nämlich eigentlich auf dem Weg zur nächsten Waffe. Nämlich zu der Pistole, die mir empfohlen worden ist. Aber wenn wir einmal hier sind... Hier komme ich ja nicht hoch. Sind wir auch schon mal angefahren, ne? Hier ist zwar eine Treppe hoch, aber ich glaube nicht, dass wir auf die Straße da kommen. So, wäre natürlich ein sehr guter Fall für unsere Vergiftungspistole. Doch, wir kommen hier hoch. Also Vergiftungsmaschinenpistole. Dann nehmen wir uns natürlich auch gerne ein bisschen Laufweg hier in Kauf. Ja, Streifenpolizist, okay. Roboter. Okay, der ist gestorben. Okay, der Roboter ist auch down. Auch ein Totenschädel, ne? Bringt aber nicht viel. Machen wir das. So. Matt Leo. Das war schon lange, mein Freund. Nur nicht so gut, wahrscheinlich so wie du. Auch wieder blöd geworfen. Ja, da war gerade irgendwie gar keine. Sehr schön. Der ist halt down. Muss aufpassen, der hat wahrscheinlich schon wie ein Scharfschützengewehr. Und zack. Sieh mal ein. Ich sehe mich besser um. Das war's wohl. So, du suchst die Umgebung nach Informationen. 1500 haben wir dafür gekriegt. So, Panzerung, ja. Schlechter, was wir haben, oder? Wir gucken gleich mal. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles dann viel später benötigt, ne? Nein, es ist sogar besser. A, es ist selten. Tauschen wir natürlich. Und hier können wir noch Mods draufhauen sogar. Schaden 10% lang. Erhöht die kritische Trefferung. Machen wir das. Sehr schön. So soll das sein. Na, es läuft doch langsam mit unseren Waffen. Hat sich gelohnt, dass wir hierher sind, ne? So. Scharfschütze. 500 Sweet Credits würde ich keine Suche haben wollen. Ach so, hinten soll ich noch absuchen. Bitte, was? Wie bist du? What the heck? Was ist denn hier unten los? Was ist denn das hier? 110. BD 1C. 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 Tut. Können wir ein paar Street Credits hier einsammeln? Und hier oben sind wir ja safe. Hallo, wie redest du denn mit den Leuten, sag mal? So. Erstmal nachladen. Ich weiß nicht, was hier unten wieder abgeht. Aber es bringt immerhin. Stealth, Zucker. Sehr schön. Und Erfahrungspunkte. Sehr schön. So. Keine Reaktion, kein Puls. Das nehmen wir mit.
So, durchsuche die Umgebung. Viele Sachen, die wir zerlegen können. Freue ich mich schon, wenn ich das dann mal offscreen mache. Gewöhnliche Item-Komponenten so rum. Noch einmal. Durchsuche. Hier oben könnte man mal sich einklinken. Wenn wie hier mal hochgeht. So, verbinden das können wir. So, okay, was haben wir denn? 1C557A. 7A. BD. Da fehlt mir aber weitere 7A. Moment, wartet mal. 1C557A. BD. Ah, wir haben nicht so viele Versuche, ne? 5 Stück. BD. 7A. 1C. 55. Warum geht das nicht? BD. 7A. Na, wenigstens die zwei haben wir gekriegt. Ich verstehe das noch nicht ganz so, ne? Durchsuche die Umgebung. Da haben wir noch irgendwas, wo wir uns reinhängen können. Das Auto ist, glaube ich, jetzt nicht von... Kaputtes Auto. Oh. So. So einschalten wollte ich mich jetzt nicht. Das machen wir mal kurz. 1C. BD. 1C. 1C. B. 1C. Ja, so. So. Was? Warum? Wir hatten da oben noch mehr Speicher. Bei Puffer sind da noch zwei. Da sind noch zwei übrig. Okay, ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich halte mich da raus. So, oh, was haben wir denn hier so Schönes? Na, ich möchte nicht ablenken. Computer. Euro-Dollars. Nehmen wir mit. 18. Und wenn es auch 18 Euro-Dollars sind. Was haben wir hier? Algebäger. Okay. Durchsuche die Umgebung. Es ist doch dieser PC. Öffnen. Alles klar. Dann gehen wir mal auf Benutzen. So. Eilbestellung dringend. Zwangsvollstreckung. Was tun wir löschen? Was ist denn jetzt los? Schicke Regina die Information. Machen wir natürlich sehr gerne. Ich kann bloß gerade das Telefon nicht benutzen. So, und vorne war ja noch ein Roboter. Der hatte noch eine lila eine Komponente. Die würde ich schon gerne mitnehmen. Das nehmen wir mit. Hier ist auch noch alles voll. Lass mich doch mal. Oh, Jungs. Ja, danke schön. Sind auf dem Weg eigentlich zur Pistole, ne? Und dann kommt sowas hier in die Quere. So, jetzt kann ich. Jetzt darf ich das Telefon benutzen. So. Nee, nicht anrufen. Hi. Tschüss. Bis dann. Ich wollte eine SMS schicken. Tschüss. Geh, geh. Geh mit Gott, aber geh. So, Nachrichten. Regina Jones. Zack. Gemacht hat, macht Max Tag den nie und nimmer leben Ding fest. Wir sind eine einzige Chance, dass er da in einem Stück rauskommt. Unser Psyche ist gerade noch so bei Bewusstsein. Schickte die gesamten Daten. Sieht aus, als wäre es Ex-Söldner im Dienst irgendeines Konzerns. Irgendwann war er nicht mehr nützlich und die haben ihn fallen gelassen. Der Mann hatte noch all seine
Kampfimplantate, dazu eine schwere PTBS und keine Medikamente mehr. Den Rest kannst du dir denken. Danke für den Aufwand, dein Kumpel. Was, ein Kumpel bei der Polizei hat mir die Daten von dem Typen geschickt. Der war völlig kaputt im Kopf, hat jeden Tag vierfache Dosen eingeworfen, um überhaupt irgendwie klarzukommen. Irgendwann hat den Konzern ihm seine Krankenversicherung weggenommen, dann kam kein Geld mehr rein und die tickende Zeitbombe ist explodiert. Aber lag das wirklich allein an den Implantaten? Kann man nur schwer sagen. So oder so hast du deine Eddies ganz bald. Danke nochmal, dass du dich darum gekümmert hast. Sehr schön. Money in the Dash. 225. Und Mission abgeschlossen. So. Oh ja, stimmt. Ich weiß gerade auf dem. Ja, da ist es. Epische Item-Komponenten. Sehr schön. Das bringt nichts viel. Aber nehmen wir mit, weil können zerlegen. Polizist ist. Oh. Ui, der ist. Ui, da fehlt ja ein Stück. 600 Meter. Kann ich damit fahren? Könnten wir eigentlich fahren? Aber wir müssen runter, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier unten ist jetzt alles. Sehr schön. Hier unten ist alles clean. Da kann man noch ein bisschen vielleicht noch was absahnen. Wer seid ihr eigentlich? Tiger Claws, na klar. Hab ich die gekriegt? Belohnung? Kopfgeld erhalten, ja. Okay. Eine Schrotflinte, aber die war leider schlechter als unsere aktuelle. Was liegt hier? Fächer. So. Somit. Da liegt einer Müll. So. Nein, ist nix. So. Seltene Itemkomponenten. Oh, die Schuhe haben mir gefallen. 26. Oh, also heute geht's los hier. Street Grid 26 mittlerweile. Also man kann echt, wenn man die Leute so ein bisschen ausschaltet und alles drum und dran macht, kann man echt gut leveln. Schema Penetrator. Schema Penetrator. Läuft für uns. Läuft für uns. Erst ein Schwengel und dann ein Penetrator. Na, wo ist es denn jetzt? Nehmen wir mit. 55 Euro Dollar haben wir auch mit. So. Hier haben wir. Hier gibt es wohl was. Ah, oh, gib her. Gib her. DS1 Puls, irgendwas. So, das ist auch nichts Besonderes. Wenn man hier hochklettert, könnte man sich nochmal verlinken. Machen wir mal, wir müssen das ein bisschen üben. Oh, guck mal an. Oh, guck mal an. Was Seltenes. Sehr schön. Oh, noch mehr. So, sehr schön. Einmal einklinken. Hat sich bis jetzt gelohnt. 5555555. BD 5555555. BD. Na, dann wenigstens das mittlere Rahmen gekriegt. Uns fehlen auch oben irgendwie noch ein paar Sachen, ne? Hab ich das Gefühl, wir haben. Das reicht teilweise gar nicht aus. Du musst manchmal mehr eingeben, um alles zu kriegen. So. Hier ist 250 Meter irgendwas. Keine Ahnung. Das ist aber eigentlich gar nicht unser Ziel, ne? Feindliche Bereiche. Ne, das ist ja geklärt hier. Jetzt steht schon wieder da. Trifft Takamura. Was ist das? Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Entschuldigung. Das hier ist das. Ein Ort, den du selber markiert hast. Den habe ich eigentlich nicht markiert. Ich habe eigentlich hier so die Gasse markiert. Das hat geklappt. So, hier rum. Erste Tor rechts.
Ach hier, legendär. Monodraht. Ach, das ist gar nicht die Pistole. Okay, die war wohl woanders. Oh Gott, nehmen wir natürlich mit. Wieder was Legendäres. Sehr schön. Und nochmal fast 3000 Eddies. Läuft bei uns, läuft. So, die sind ja kein Problem. Das muss gewesen sein, ne? Die Polizisten müssen jetzt friedlich sein. So, das ist stinknormal. Das gibt nichts Besonderes. Wir haben ja das Zeichen schon gesehen. Was denn jetzt? Darf ich nicht hier sein? Ich hab den doch nicht getroffen. Alter, willst du mich verarschen? Dann schleichen wir uns hier vorbei. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder nicht. Da hinten sehen wir es schon. Rot aufblinken. Das wollen wir haben. Du willst da nicht ewig hocken bleiben, oder? Ja, ja, doch. Bis ich das habe, was ich suche. Da liegt sie. Oh, Revolver. Sehr schön. Auch eine legendäre Waffe. So. Absichern. Mal ganz kurz in den Inventar rein. Jetzt haben wir natürlich. So, hier, die können wir benutzen, ne? 267, sogar besser als die Schrot. Dann machen wir das mal. Schickes Schmuckstück. Schickes Schmuckstück. Dürfen wir uns halt bloß nicht erwischen lassen jetzt hier, ne? Wir scannen mal kurz die Gegend, ob hier irgendwas. Da hinten war noch halt ein blaues. Jetzt kommt der hier her, ne? Du willst da nicht ewig hocken bleiben, oder? Natürlich, hab ich da gesagt. Wenn ich dich damit umgehe, dann bleibe ich hier hocken bis Sankt Nimmerlein. Zielanalyse, sehr schön. Jetzt kommt der wieder hier gelatscht, ne? Ja, ja, du siehst uns nicht, vergiss es. So, nehmen wir mit. Oder habe ich noch irgendwas? Okay, eine Schrotflinte. So, wie läuft sie jetzt? Ich glaube, ich will dich gar nicht finden. Nee, willst du auch nicht. Genau bei dem Kreuz hockt er jetzt, ne? Okay, der kommt hier lang. Waffen nehmen wir mit. Alles, was geht, nehmen wir mit. So. Hier noch schnell aufgehoben. Zack. Du willst da nicht ewig hocken bleiben, oder? Da hinten werden noch Sachen. Jetzt kommt der straight auf uns zu, ne? Jetzt geht er einfach. Die Logik. Die Logik. Okay. Warum rennen wir? Können wir jetzt nicht mehr rennen? Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Das ist auch so eine Logik, ne? Was? Stahlokkuse? Okay. Panzerung. Keine Ahnung, was es ist. Hab ich noch nie gehört. Noch nie gesehen. Wir haben wieder zu viel dabei. Das ist sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann fangen wir mal an. Dann müssen wir da jetzt durch. Nee, Quatsch, das brauchen wir gar nicht. Wir können über Rucksack gehen. Und dann gehen wir einfach mal auf Waffen. Alter, haben wir aber auch ein Zeug dabei. So. Und dann zerlegen wir die einfach mal. Dann kriegen wir schon viel Gewicht weg hier. Weil die brauchen wir auch gar nicht, ne? So, hier diese epische, oder was ist das? Ja, epische, die würde ich natürlich aufheben.
Also die weißen Waffen, die grünen können wir auch erstmal aufheben, ungewöhnlich. Aber hier, also die weißen Sachen können wir einmal komplett, ne, die können wir wegnehmen. 205er Schaden. Ist aber weiß, kommt weg damit. Weiß brauchen wir nicht, kann weg. So, weg damit. So. Hier hat man noch eine Weiße im Angebot. Oh, sieht sehr gut aus. So. Die hat 255. Selten. Selten. 54, 66. Mindestlevel 22. Ziele werden von zu suchenden Mikrobiom verfolgt. 38 Thermal. Schockschaden. Chance auf Brenn, kritische Trefferchance, Chance auf Stromschläge. Ja, komm, zerleg die mal hier. Alles brauchen wir dann auch nicht, ne? Ungewöhnlich, 234. Und die auch zerlegen. So, 224. Oder 43. Zähle ich die mal. So. Weg damit. Die würde ich aber erstmal aufheben, würde ich sagen. So. Da haben wir schon mal ganz schön viel Gewicht verloren. 353. So. Haufen Klamotten haben wir schon wieder gekriegt, ne? So, Rest gucken wir uns dann an. Beziehungsweise gucke ich mir dann mal offscreen an. So. Dann. Sehr schön, haben wir das geschafft. Ach, jetzt. Okay. Die haben die Leute nur eingesammelt. Alles klärchen. So. Dann gucken wir mal. Wir müssen wieder in die Stadt rein. Zwar. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Ihr habt mir den Hinweis gegeben. Hier müssen wir hin. So, hier hat man schnell. Hier unten müssen wir hin. Bei dem hier, glaube ich, ne? Hier müsst man hin. Das markiere ich mal. So. Was? Dabei können wir es nicht belassen. Ich meine, scheiße, er hatte so eine Uniform an. Ach, mit den blöden Autos, ey, ehrlich. Okay, wir haben noch 250 Meter vor uns in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir hier rumlaufen. Wir springen einmal mal hier runter. Unentdeckt, wer weiß, was hier auf dich wartet. Ich bin gespannt. Warum rennt ihr denn jetzt alle weg von mir? Ich weiß ja, dass ich berühmt-berüchtigt bin, aber kein Grund zum Wegrennen. Entschuldigung. Was ist durch? Excuse moi. So. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Gitter, genau hier drüber soll ich springen. Wurde geschrieben. Und dann findet man die Waffe hier. Leiche. Mordverdacht, verlasse das Gebiet, damit du nicht verdächtig wirst. Sehr schön, und da liegt die Waffe, tatsächlich, die kann man einfach einstecken. Namens Skippy. Episch, ikonisch sogar. Neue Fingerabdrücke erkannt. Bitte was? Erhöhe Lautstärke um 33%. Neue Fingerabdrücke erkannt. Was? Was zum Teufel bist du? Nutzeranfrage. Technische Spezifikationen. AJKE 11. Experimentelle Smartwaffe mit eingebauter KI. Name: Skippy. Skippy. SpongeBob Schwammkopf. Skippy? Echt jetzt?
Lautstärke um 66% erhöht. Name? Ich bin nicht taub. Verstanden. Normaler Gehörsinn. Potenzielles Problem? Niedriger IQ. Sprachfrequenz um 33% reduziert. Mein Name ist Skippy. Willst du mich ver... Oh, egal. Hörst du dem Typen in dem Müllcontainer? Speicher wird abgerufen. Kapazitäten zu 100% frei. Alle Dateien wurden manuell gelöscht. Mögliche Ursache: Diebstahl. Besitzer: unbekannt. Lösungsvorschläge: keine. Ich hätte einen. Ich nehme dich mit. Das ist eine gute Idee. Vorschlag: keine Einwände gefunden. Kann ich dich umtaufen? Nein. Warum nicht? Ich bin immerhin dein neuer Besitzer. Lautstärke um 300% erhöht. Nein! Für diesen Vorgang sind Adminrechte erforderlich. Die nötigen Rechte liegen nicht vor. Oh, das ist ja doch noch gefährlich, dass die Waffe einfach bloß Bob heißt. Schwamm, SpongeBob Schwammkopf. Oh, ist das mega. Bist du noch voll funktionsfähig? Systemdiagnose wird durchgeführt. Vorgang dauert voraussichtlich 47 Sekunden. Bam, bam, bidam. Was? Was soll das werden? Eine beruhigende Melodie, um die Wartezeit angenehmer zu machen. Bam, bam, bidam. Bam, bam, bidam, bam. Diagnose erfolgreich abgeschlossen. Programm Skippy Version 0.01 Alpha wird korrekt ausgeführt. Du wirst deinen Spaß damit haben, definitiv. Das ist ja mega. Oh. Müssen wir jetzt gucken, weil ich habe auch noch den Hinweis dazu gekommen. Man soll aufpassen bei der Auswahl des Waffenmodus. Man soll irgendwas mit Katze machen. Weil der Modus schaltet sich nochmal um. Irgendwie. Oh Gott, was kannst du alles? Was kannst du eigentlich? Außer mir hier ein Ohr abzukauen. Hauptfunktion: automatisches Zielen. Falls sich mein Besitzer in Gefahr befindet. Selbstständiges Schießen. Oh. Bitte einen von zwei Betriebsmodi auswählen. Erster Modus: Kätzchenliebender Pazifist. Ausschließlich werden anvisiert. Kätzchenliebender Pazifist, alles klar. Eiskalter Killer. Ausschließlich Köpfe werden anvisiert. Genau, und da habe ich nämlich den Hinweis bekommen, nicht den eiskalten Killer auswählen, sondern das kätzchenliebenden Pazifist, oder wie es hieß, genau, quasi, wo er nur in die Beine automatisch schießt und nicht in den Kopf, weil, keine Ahnung wie viele, also es sind ein paar, meldet sich die Waffe wieder und schaltet dann auf den anderen Modus aus, den du jetzt hier bei dieser Wahl nicht ausgewählt hast. Also, wenn du jetzt einen eiskalten Killer auswählst, tust du ein paar hundert Leute wegmetzeln damit und dann meldet sich die Waffe und schaltet dann automatisch in dieses kätzchenliebenden Pazifisten um und du kannst es dann nicht mehr ändern. Deswegen soll man jetzt laut den Hinweis in dem Kommentar das kätzchenliebenden Pazifisten auswählen. Und das machen wir jetzt mal. Schätze, ich nehme kätzchenliebender Pazifist. Ändere Einstellungen. Bam, 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 bam. Eingestellt, kätzchenliebender Pazifist. Viel Spaß beim Verstümmeln deiner Feinde. Oh, wie mega. SpongeBob Schwammkopf. Oh, nice. Und die Sprüche sind ja schon mal der Hammer. Guck mal, ich wurde auch gleich ausgewählt. Nur 226 hat nicht so viel Schaden wie hier. Schockschaden, kritischer Schadenschance, oh, die kann man dann, und die kann man da auch dann hocharbeiten, ne? Also hochleveln. Was haben wir denn jetzt hier? Meine, der Maschinenpistole ist auf einmal weg. So, zack, kann ich die hier irgendwie, ne, das nicht, mit hier. Tatsächlich, hier Mods kann man auch noch rein, und dann haut den wir hier rein. Mega. Wie geil ist das denn? Und die schießt jetzt halt automatisch dann auch immer auf Beine, ne? Und wie gesagt, wenn wir eine gewisse Anzahl an Gegnern damit niedergemetzelt haben, meldet die Waffe sich wieder. Ist das geil. Ist das mega. Haben wir hier zufällig irgendwie Gegner oder so? Also, jetzt haben wir wirklich schon so einige Waffen, ne? Schau, das brauchen wir ewig zum Laden, ne?
eine kleine Gang jetzt mal so zum Austesten. Aber unser Waffenarsenal wird immer besser. Hat damit nichts zu tun. Ich laufe mal kurz ein bisschen hier rum. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwo eine Gang oder so, die wir hops nehmen können. Und das sind gerade die Waffen. Es gibt auch noch Rüstung bzw. halt Sachen zum Anziehen, ne? Soldatin 144. Mach mal. 9 1C. Ping. Neutralisierter und sichere Beweismaterial. Alter. Aber geht schon mal gut ab, die Waffe, ne? Das ist ein Netrunner? Ach, wieder so ein Totenschädel, ne? Alter Faller. Müsste echt was mit der Gesundheit machen, ne? Das geht so nicht. Das sind dann immer so schnell down. Natürlich muss da wieder ein Totenschädel dabei sein. Natürlich. Ohne wäre ja langweilig. Wo war denn das jetzt hier? Ich wollte mal Skippy ein bisschen ausprobieren. Die Wartezeit zu überbrücken. Den können wir natürlich aber auch. Ja. Ja, machen wir. Boah, ja, hier soll noch angefahren werden. Das ist richtig nice in der Situation. Jetzt nimmt die Medizin. Und hört auf mich ja anzufahren, ich sag's euch. Ja, verpisst euch. Aber sieht man die roten Punkte, ne? Das schießt jetzt echt nur auf die Beine. Man sieht auch die Kugeln, wie sie da hinfliegen, ne? Also will ich nicht wissen, wie die abgeht, wenn die dann auf den Kopf zielt. Auf dich wird Kopf. Oh, was? Was? Oh, hi. Hi. Ach, die blöden Bullen hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Waren das Polizisten? Ich hoffe nicht. Ich bin hier, ich hab zu tun. Tschüss! Ja, so geht das. Die quatscht ja wirklich! Boah, wie geil ist das denn? Ja, Rest! Noch ein Stück weiter. Vielleicht noch ein Stück weiter. Noch da hier von hinten. Ja. Dann geht's schon. Das ist geil. Ja, natürlich. Ist das geil, neues Magazin erkannt. Oh ja, ich mache mal Spaß damit. Das ist ja schön. Oh, mega. Die Sprüche sind ja so geil. Und dann noch die Stimme von SpongeBob Schwammkopf. Ist das mega. Komm, warum darf ich das hier? Ich weiß nicht, was das für einen Schaden anrichtet, wenn man wirklich auf den Kopf zieht, ne? Alter, wir wurden angefahren schon wieder. Das ist richtig blöd. Nachladen. Ja. Jetzt gibt's Bobs Maul. Ja, natürlich. Ja.
Nacht. So, da hinten, das müsste irgendwo noch einer sein. So. Ne? Aber hier angezeigt, so. Auf jeden Fall, hier ist noch ein toten Schädel. Ist das geil. Ist das mega. Ja, down. Noch einer. Sag mal nach. Der lebt noch. Den erlösen wir mal. Gute Nacht. So. Der war richtig gut geworfen. Das ist noch nicht. Ist das Seitenkasse? Ach hier. Was ist mit dir passiert? Sieht nicht so gut für dich aus, ne? Bist im Nachteil geraten. Feierabend. Sehr schön. Nehmen wir sie gerne mit. Was ist das noch so? Hast du noch was? Oh ja, hör nicht auf. Oh ja, hör nicht auf. Auf jeden Fall kommen wir dann ran. Dann werden wir die Kirche mal hier so entsorgen. Ja. Die Sprüche sind ja mal sowas von mega. So, was hast du hier? Graffiti-Brille mit beschichteten Gläsern. Okay. So, okay. Ja, Standard. Miep, miep. Komm ich jetzt hier dran? Das ist eine Waffe, ne? An die kommen wir nicht ran. 120 Transfer für was auch immer. Jetzt. Sehr schön, also die Waffe ist ja mal mega, ist echt mega. Hat noch was hier, Kleinigkeiten hier. Na komm her. Na, ich weiß, dass ich, oh. Manchmal, ne? Auch nur manchmal ist die Steuerung mysteriös. So. Naja, ganz entspannt. Ist alles gecleant hier, braucht ihr keine Angst haben. Muss man sich aber vorstellen, das sind gerade mal die Waffen, ne? Wir wollen uns gleich noch, wie gesagt, Panzerung bzw. Sachen holen, die ikonisch, episch, pipapo sind. 45, Transfer für was auch immer. Ungewöhnlich. Eine goldene Maschinenpistole. Alter Falle, was ist das denn? Das waren gerade mal, wie gesagt, die Waffen. Und wir gucken uns dann auch noch. Was ist denn? Die Klamotten gleich an. Gewöhnlich. Anweisung. Das sollten wir machen. Was haben wir jetzt gemacht? 2110. Boah. Jetzt machen wir ordentlich Asche. Alles gut. Umso eher wir die 21.000 an Victor abbezahlt haben, umso besser ist es. Aber das scheint hier sauber zu sein. Aber hier Hecken können wir nochmal. Das würde ich noch machen. Wir müssen ein bisschen üben. So, E9, ich mach mal die ganz großen. E9, 5,5. So. Ach so, und 1C. BD noch. So schön, haben wir immerhin 2 gekriegt. Oh, wir sind knapp an den 21.000 dran für Victor, ne? 20.798. Na, das läuft. Das läuft. Sehr gut, das waren wie gesagt jetzt erstmal die ganzen Waffen, die
epischen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Beziehungsweise episch, ikonisch und auch die seltenen Waffen. Ja, das lässt sich sehen, ne? Also wir haben jetzt hier eine richtig große Auswahl. Teilweise hier haben wir noch eine Schrotflinte, selten. Aber die können wir auch erst benutzen ab Mindestlevel 24. Wir sind immer noch 16, ne? Wir gucken ganz kurz nach und wir sind hier da noch nicht weiter gestiegen. Schade eigentlich, schade. Da fehlen uns noch ein paar Level. Aber wir gucken uns jetzt trotzdem mal die... Feindliches Gebiet? Warum feindliches Gebiet? Ich hab nichts gemacht. Ich bin weg. So, wir gehen mal ein Stück hier vor. Und dann kommen wir mal zu den Klamotten, würde ich sagen.